Ein herzliches Willkommen zur ersten Hotlap des Jahres hier auf diesem Kanal. Und wir sind in Saudi-Arabien, in Jeddah, einer unfassbar genialen Strecke mit sehr tricky Kurven. 2021 gab es das Debüt, wer kann sich nur erinnern, und dieses phänomenale Rennen Verstappen gegen Lewis Hamilton. Ne? 6,1 Kilometer Länge und 27 Kurven, wobei 11 rechts und 16 links sind. Verstappen ist der letzte Gewinner, Hamilton der erste Gewinner und 50 Runden sind zu absolvieren. Hier noch einmal für die DRS-Zones gucken wir uns nochmal die komplette Strecke an. Es wird 3 DRS-Zonen geben, die wichtigste vermutlich die zwischen Kurve Nummer 24 und 27. Aber auch Start und Ziel haben wir ein paar Wochen drüber gesehen. Gerade auch diese zwei Stellen werden Hauptteile der hier werden die meisten Überholmanöver passieren. Los geht's, DRS on. Eine kleine Änderung gab's. Man hat den Detection Point aus Anfang Kurve 27 auf Exit Kurve 27 geändert. Und ja, so hat man das hoffentlich jetzt mal entschärft, dieses Problem. Turn 1, 1, 2, 3, die sind echt sehr, sehr tricky. Man hat gesehen, viele Verbremser, aber auch vor allem viele Ausrutscher hier und auch viele von der Streckendrängungen. Hoffentlich bessert sich das diese Season oder dieses Wochenende. Kurve 5, 6, jetzt kommt der Flow-Sektor, auch der Satisfying-Sektor. 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Das sind, ja, manchmal sogar eine komplette Strecke. Bei uns ist es der erste Sektor. Einfach nur genial, diese Kurvenkombinationen. Gerade der erste Sektor, sehr toll anzusehen. Aber auch da ist die Runde echt schnell gestrichen. Hier auch die Stelle, wo Mick Schumacher seinen schweren Unfall hatte letztes Jahr. Aber ja, wir haben hier eigentlich einen souveränen Sektor gefahren. Also generell, mein Bruder ist es gefahren. Er liebt diese Strecke und ich finde es einfach nur toll anzusehen. Ich hoffe, euch gefällt es. Ich bin natürlich auch Runden gefahren, aber ich kann es einfach nicht, die Strecke nicht so gut wie er. Er fährt die einfach wie ein Weltmeister. Kurve 13, einfach nur ewig auf einer Kurve. Also das ist wirklich die eine Kurve, die ewig geht. Jetzt wird es ja eher mal entspannter mit Kurve 14, aber dann geht es wieder in 15, 16, 17. Meiner Meinung nach die schwierigste Passage generell. So uneinsichtig die Kurve und du musst wirklich den Scheitel perfekt treffen, um hier durchzukommen. Auch hier rechts, da heißt es wirklich, trau dich an die Mauer dran zu fahren, sonst ist eigentlich alles schon verloren. Hier eher konservativ noch geblieben, aber trotzdem sind wir da gut durchgekommen. Kurve 18, 19, das sind so die Kurven, wo du dich an deinen Gegner dran fahren kannst, da kommst du ein bisschen dran, auch dank dem DRS, 21 und ja, jetzt kommt der Sektor, jetzt kommt die Stelle, die geändert wurde, Kurve 22, 23, 24, man hat die Kurve entschärft, um nicht mehr so schnell hier durchfahren zu müssen können, 35 km/h redet man zwar, ich glaube nicht, dass man so langsam jetzt oder langsamer ist, aber es ist auf jeden Fall deutlich langsamer wie vorher, es ist eine extrem coole Stelle anzugucken, gibt halt hier echt auch viele Probleme mit dem neuen Asphalt. So, und ab geht's in die letzte Passage. Vermutlich hier die beste Möglichkeit, den Gegner in Turn 27 rein zu überholen. Also wirklich, hier kannst du vermutlich am besten dich an deinem Gegner dran arbeiten. Also hier saugst du dich mal dran und dann holst du ihn dir bis zur Antwort Turn 1. Denke ich mal, ist eigentlich okay. Also hier kannst du dich dran sagen. Manche probieren es natürlich auch hier. Gab auch hier schon einige Überholmanöver. Aber auch dann kannst du dich, wenn du den Exit gut schaffst, als 27 raus, kannst du dich, glaube ich, gut schätzen. Die Kurve auch sehr tricky. Max Verstappen hatte hier 21 seine Pole Position weggeworfen. Dann geht DRS off. Und dann kannst du dich vermutlich hier extrem gut an den Gegner dran arbeiten. Aber auch gut reinbremsen in die erste Kurve, die erlaubt das, aber natürlich nur nicht zu spät, sonst wird ja dir noch zu schlecht, wird dir noch zugesprochen, dass du ihn da von der Strecke gedrängt hast. Das war eine Runde hier in Jeddah, mein Bruder gefahren, ich geschnitten und ich freue mich, ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ihr eine kürzere Version sehen wollt, könnt ihr auch gerne auf TikTok vorbeischauen, im Hintergrund das wunderschöne Land Saudi-Arabien oder Riyadh. Das ist echt eine coole Stadt,
Ein sehr tolles Rennen, nicht umsonst der schnellste Startkurs. Wer wird das Rennen gewinnen? Mein Tipp ist auf jeden Fall Spanisch. Ich sage, Fernando Alonso gewinnt das Ganze vor Checo Perez. Schaut gerne auf TikTok vorbei, auf Instagram, und Dritter wird Max Verstappen. Abonniert den Channel gerne kostenlos und lasst gerne Daumen oben da. Bis zum nächsten Mal und seid auch gerne morgen dabei, wenn wir dann den großen Preis unserer Mega-Season fahren. Bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao.